Es ist Nadjas erster Tag an der Grundschule Ost in Neubrandenburg. Gerade ist sie mit ihrer Familie aus Syrien angekommen. Deutsch versteht sie kein einziges Wort. Also, das ist unsere neue Schülerin, Nadja. Wollen wir sie erstmal begrüßen mit einem Hallo? Hallo! Fremdländische Gesichter sind hier gang und gäbe. Jedes vierte Kind an der Schule hat einen Migrationshintergrund. Und ihr habt ja das Startup-Programm bekommen. Und Katharina, ich möchte gerne, dass du erstmal jetzt mit der Nadja durchs Schulhaus gehst und ihr die einzelnen Räume zeigst. Ne? Mädchentoilette. Ne? Wir müssen uns ja erstmal drauf einstellen und ich muss sehen, was sie kann, ob sie Englisch kann und Russisch. Ein bisschen kann man ja noch. Ne? Und dann ansonsten wird mit den Händen oder mit Zeigen vieles dem Kind erklärt. Katharina wird die nächsten Tage Nadjas Helferin sein. Nadja ist noch schüchtern. Was sie in ihrer syrischen Heimat erlebt hat, wissen wir nicht. Hier ist alles fremd für sie und Deutsch ist für sie bis jetzt nur eine Geräuschkulisse. Dafür gibt es hier seit 4 Jahren die DATS-Klassen. Deutsch als Zweitsprache. Ah, sehr schön. Komm mal rein. Ich heiße Frau Rathmann. Und wie heißt du? Ich heiße Nadja. Gut. Ich heiße Frau Rathmann. Und wer bist du? Ich heiße Jana. Jana, okay, gut. Gabriele Rathmann hat beobachtet, dass unterschiedliche Alter der Kinder und ihre kulturellen Hintergründe erschweren manchmal den Sprachunterricht. Ich habe Kinder dabei, die sind regelrecht traumatisiert und sind ganz zurückhaltend und in sich gekehrt. Aber heute unsere Gruppe, diese Kinder, die zum ersten Mal hier sind, wirken alle recht aufgeschlossen und freudig. Und ich denke, die werden sich ganz schnell ohne Probleme einleben. Große Hofpause. Einen Hortplatz hat Nadja hier noch nicht. Doch der, so Schulleiter Hadi Dräger, ist mindestens genauso wichtig wie die Schulstunde. Der Lernerfolg ist unwahrscheinlich gut, wenn wir die Kinder von morgens bis zum späten Nachmittag eigentlich in der Schule haben. Dann gehen wir davon aus, dass sie im ersten halben Jahr bzw. im Jahr einen Zuwachs haben, sodass sie wirklich in Deutsch recht gut klarkommen. Wie lange Nadja und ihre Schwester Jana in Neubrandenburg bleiben werden, ist unklar. Oft ziehen die Familien um, wenn sie nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften leben.